So, Freunde, es geht um hebbare oder auch behebbare Definitionslücken, ja, man kann sie beides nennen, und Polstellen. Was sind sie, wann werden sie verwendet? Was sind nochmal Definitionslücken? Naja, das sind X-Werte, einzelne X-Werte, die ich nicht in die Funktion einsetzen darf. Ja. Man darf ja zum Beispiel nicht durch 0 teilen und deshalb kommen Definitionslücken bei gebrochen rationalen Funktionen vor. Ja, ich habe euch die mal hier nochmal aufgezeigt, was das nochmal ist. Eine gebrochene rationale Funktion besteht eben aus einem Bruch und dann haben wir oben im Zähler eine Funktion. Ich habe es jetzt einfach mal als Zählerfunktion betitelt. Ja. Das ist eine ganz rationale Funktion. Ja. Für wen eine ganz rationale Funktion unklar ist, was es ist, schaut euch das Video dazu an. Und im Nenner genau das Gleiche, da haben wir eben auch eine Nennerfunktion stehen, die ist auch wiederum eine ganz rationale Funktion. Ja? Also einmal ganz rationale Funktion geteilt durch ganz rationale Funktion. Und Definitionslücke bedeutet ja, dass ich im Nenner eine Nullstelle habe, ja? Weil wir dürfen ja nicht durch Null teilen. Das heißt, wenn die Nennerfunktion für einen gewissen x-Wert 0 wird, dann liegt dort eine Definitionslücke vor, weil ich darf ja nicht durch 0 teilen. Das heißt, ich darf diesen x-Wert dann nicht einsetzen in die Funktion. Jetzt unterscheiden wir eben zwei Arten von Definitionslücken. Ja, einmal haben wir diese hebbare, behebbare Definitionslücke. Das ist eine Definitionslücke, die sich durch Kürzen beheben lässt. Ja, deswegen heißt sie behebbar oder hebbar. Sie lässt sich beheben, das heißt, die Nullstelle kommt nicht nur in der Nennerfunktion vor, sondern auch in der Zählerfunktion. Ja, das heißt, ich kann die dann einfach wegkürzen, wenn ich sie rausgefunden habe und habe dadurch dann diese Definitionslücke behoben. Da liegt dann eine sogenannte eben hebbare, behebbare Definitionslücke vor. Wie sieht das grafisch aus? Das habe ich euch hier mal an einem schönen Beispiel, wie ich finde, aufgezeichnet. Eine sogenannte behebbare oder hebbare Definitionslücke bezeichnet man mit so einem Kreis, ja, der in der Mitte weiß ist, ja, der offen ist. Das ist einfach als Darstellung einer Lücke. Was ist die andere Art der Definitionslücke? Und zwar ist das eine sogenannte Polstelle. Ja, das ist eine, auch wiederum eine Nullstelle der Nennerfunktion. Aber in diesem Fall ist es jetzt eben so, dass diese Nullstelle der Nennerfunktion keine Nullstelle der Zählerfunktion ist. Ja, das heißt, ich kann diese Definitionslücke, die da vorliegt, nicht beheben, wie in dem Fall hier, dass ich sie dann wegkürze, weil sie eben in der Zählerfunktion nicht existiert. Ja, dann liegt eine Polstelle vor. Wie sieht es grafisch aus? Und zwar nähert sich eine Funktion f von x, ja, die sieht so aus hier, nähert sich eben einer senkrechten Geraden bei dieser Definitionslücke, bei dieser Polstelle. Nähert sich diese Funktion dieser senkrechten Geraden genau an dieser Stelle an. Ich habe mal wieder ein Beispiel hier für euch. Ja, hier sollen wir die Art der Definitionslücken von dieser Funktion f von x bestimmen. Ja, wir identifizieren hier, das ist eine gebrochen rationale Funktion. Wir haben als Zählerfunktion die ganz rationale Funktion ersten Grades von x minus 2, ja, weil hier ist ja unsichtbar eine x hoch 1. Also genau. Und im Nenner haben wir eine ganz rationale Funktion zweiten Grades, das ist jetzt hier diese Nennerfunktion, hier mit x² minus x minus 2. So, wie gehe ich jetzt vor? Als allererstes bestimme ich erstmal die Nullstellen der Nennerfunktion, weil ich ja erstmal rausfinden will, wo liegen denn meine Definitionslücken von f von x. Und wir haben ja gesagt, wir dürfen nicht durch 0 teilen, das heißt für alle x-Werte, für das diese Funktion 0 wird, quasi die Nullstellen von dieser Funktion, da liegen Definitionslücken vor. Das machen wir also mal. Wir schauen also, wo unsere Nennerfunktion x² minus x minus 2 gleich 0 ergibt. Ja, wie machen wir das? Am besten, was heißt am besten? Ich finde es am besten, ja, mit der Mitternachtsformel, auch ABC-Formel genannt. Könnt es aber auch direkt mit der PQ-Formel machen. Ich mache es jetzt mit der Mitternachtsformel. Das heißt, wir haben dann die Lösung x1, 2 ist gleich. So, minus b, b ist minus 1, also minus minus 1 ist dann plus 1 plus minus die Wurzel aus b². Minus 1 ins Quadrat ist 1.
Minus 4 mal a mal c, ja? A ist 1, c ist minus 2, minus 4 mal 1 mal minus 2 ist dann plus 8, geteilt durch 2 mal a, a ist 1, also 2 mal 1 ist einfach 2. So, das können wir noch hier vereinfachen, das wäre dann 1 plus minus, ja, die Wurzel aus 1 plus 8 ist Wurzel 9. Wurzel 9, wisst ihr Bescheid, das ist die 3. Also 1 plus minus 3 durch 2 sind die beiden möglichen Lösungen. Das heißt, was kriegen wir raus? X1 ist gleich 1 plus 3 durch 2, ist dann 4 durch 2 ist 2. Und X2 ist dementsprechend 1 minus 3 durch 2. 1 minus 3 ist minus 2, durch 2 ist minus 1. So, da liegen jetzt schon mal Definitionslücken vor, ja, weil das eben Nullstellen von dieser Funktion sind. Wir dürfen nicht durch Null teilen. Was machen wir jetzt als zweites? Wir bestimmen jetzt die Nullstellen der Zählerfunktion. Ja, von der Zählerfunktion hier, die sieht aus x minus 2. Naja, was ist x minus 2? Was sind da die Nullstellen davon? Sehen wir direkt, wenn wir für x 2 einsetzen, 2 minus 2 ist 0. Also x gleich 2 ist eine Nullstelle. So, und jetzt bestimmen wir als letzten Schritt die Art der Definitionslücken. Naja, und wir haben ja gesagt, eine hebbare, behebbare Definitionslücke liegt dann vor, wenn sich die Definitionslücke durch Kürzen beheben lässt. Das heißt, die Definitionslücke existiert sowohl in der Zähler- als auch in der Nennerfunktion. Ja, ich kann euch mal jetzt kurz hier beispielhaft zeigen, wie man das beheben würde. Wir haben hier unten zwei Nullstellen rausgefunden. Das heißt, wir können diese Funktion f von x so umschreiben. F von x ist gleich x minus 2 geteilt durch, so, wir haben die beiden Nullstellen 2 und minus 1 hier unten mit diesem Term bestimmt. Das heißt, unten können wir schreiben x minus 2 mal x minus minus 1 ist x plus 1. Ja, ihr seht, in diese Funktion dürfen wir nicht 2 einsetzen, sonst wäre ja dieser Term hier 0 und dann würden wir durch 0 teilen. Oder eben hier für x minus 1 dürfen wir nicht einsetzen, weil dann wäre das ja auch hier 0 mal irgendwas ist 0 und dann würden wir auch wieder durch 0 teilen. Ja? Das ist genau die gleiche Funktion wie hier, bestimmt durch die Nullstellen, die wir berechnet haben in der Nennerfunktion. Und jetzt seht ihr, können wir hier x minus 2 wegkürzen. Ja? Das heißt, diese Definitionslücke x1 gleich 2 haben wir jetzt sozusagen behoben. Ja? Deswegen können wir festhalten, bei x gleich 2 haben wir eben so eine behebbare, hebbare Definitionslücke. Und dementsprechend, was haben wir bei x2 gleich minus 1 vorliegen? Naja, die Definitionslücke ist nur eine Nullstelle in der Nennerfunktion, aber keine Nullstelle in der Zählerfunktion. Das heißt, hier haben wir dann eben eine Polstelle. Ja, also x2 gleich minus 1 ist dann eben Polstelle. Und ihr seht, ich habe das hier natürlich extra so gewählt. Das ist genau dieses Schaubild hier. Ja? Das ist nämlich die Funktion f von x mit der Polstelle bei x gleich minus 1. Sie nähert sich also hier dieser senkrechten Geraden bei x gleich minus 1 an und hat hier die hebbare, behebbare Definitionslücke bei x gleich 2 eben mit so einem Kreis beschrieben in dem Schaubild.